miteinander trainieren können, machen wir es online. So, jetzt machen wir es aber richtig. Das war jetzt ein kleiner Gag unsererseits. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. So, jetzt legen wir aber richtig los hier. So, dann. Also, ich wiederhole mich nochmal. Da wir uns offline leider nicht treffen dürfen, gerade in der heutigen Situation, treffen wir uns online. Und ihr habt auf jeden Fall was zu tun für zu Hause. Wir haben uns überlegt, dass wir natürlich Sachen brauchen, die sehr wenig Platz einnehmen, aber die euch in eurem Tanzen trotzdem weiterbringen. Und dann dachte ich mir, ich mache mit euch heute Übungen für die Füße. Zunächst einmal werden wir uns warm machen auf der Matte und ziehen dann unsere Tanzschuhe an. Das würde ich euch auch für zu Hause empfehlen. Und machen die Übungen in den Tanzschuhen. Also, wir machen unsere Füße erstmal warm mit einer Übung, die heißt Schaukeln. Wir gehen hoch auf die Ballen und dann gehen wir runter und rollen auf die Ferse ab. Ihr werdet merken, wenn ihr diese Übung macht, braucht ihr auch eine gewisse Balance. Das heißt, ihr braucht einen gut aufgebauten Körper, gutes Center, damit ihr nicht umfallt. Ja, aber fühlt, wie eure Gelenke so richtig abrollen. Wir gehen hoch, wir gehen runter, rollen zurück und fallen am besten nicht um. So, das machen wir 20 bis 40 Mal. Die nächste Übung, die wir machen, wir drehen jetzt unsere Füße. Wir rollen auch hier schön ab. Schön nach außen, schön über den ganzen Fußgelenk, sodass die richtig, richtig warm werden. So machen wir jede Seite 20 Mal. 20 Mal nach außen. Und 20 Mal nach innen. Ebenfalls auch hier jede Seite. Die nächste Übung, wir dehnen jetzt unsere Füße. Und zwar, wir drehen unseren Fuß oder wir knicken unseren Fuß um praktisch und gehen langsam runter. Im Idealfall kommen wir bis ganz nach unten und haben jetzt viel Gewicht hier drauf und wir merken auch, wie das schön in unserem Fuß zieht. So, das Ganze wiederholen wir für den anderen Fuß. Langsam runter. Ihr werdet schon merken, wo es weh tut. Und jetzt wiederholen wir diese Übung mit beiden Füßen. Dafür gehen wir aber gleich nach unten. Jetzt setzen wir uns so hin und dehnen unseren Fuß schön. Kann auch dabei ein bisschen vor und zurück schaukeln. Ihr werdet merken, dass es sehr, sehr gut zieht. So, versucht hier auch so 30 Sekunden vielleicht pro Seite einzuplanen und anschließend 30 Sekunden für beide Füße.
Jetzt kommen wir zu den Übungen, die wir vor allen Dingen für unsere Lateintänze brauchen können. Wir starten folgendermaßen, also ich hoffe, alle haben ihre Tanzschuhe angezogen. Unsere Füße sind zusammen, sind parallel zueinander und jetzt gehen wir nacheinander auf den Ballen erst, rollen dann weiter, soweit es geht und wechseln auf die andere Seite. Ganz wichtig ist dabei, dass das Standbein in der gleichen Zeit rückwärts arbeitet und hier ein Dreieck entsteht. Ja, ich hoffe, es ist sichtbar. Jetzt machen wir das wieder auf der anderen Seite. Und auch hier, das Standbein arbeitet zurück, das Knie wird nach hinten gestreckt und wir haben wieder das Dreieck. Und vorne der Fuß wird schön gerollt, ja, also so weit ihr das halt eben hinbekommt. So, dabei haben wir die ganze Zeit einen guten Kontakt zum Boden, sehr viel Kraft zum Boden und wir machen das 40 Mal. Sehr konzentriert, sehr kontrolliert und jedes Mal dieses Dreieck checken lassen. Das war die Übung Nummer 1. Die Übung Nummer 2. Wir kommen genauso nach vorne, haben das Dreieck und jetzt arbeiten wir das Spielbein nach außen und strecken es. Beide Beine sind gestreckt. Und jetzt machen wir das Ganze zurück und es wird geschlossen. Jetzt wechseln wir. Das andere Knie geht nach vorne, Fuß schön gerollt. Jetzt rotieren wir es nach außen, jetzt strecken wir es und machen das Gleiche wieder zurück. Jedes Bein 20 Mal. Übung Nummer 3. Wir führen das Bein seitlich raus, rotieren es aus und bringen das Gewicht drauf. Gehen wieder zurück und bringen das Bein wieder in die Mitte. Das gleiche auf der anderen Seite. Seitrotation, Gewicht drauf, Rotation, zurück. Seitrotation, Gewicht drauf, Rotation zurück. Seit Rotation, Gewicht drauf und Rotation in die Mitte zurück. Je 20 Mal auf jeder Seite. Die Übung Nummer 4. Wir bauen die Übung Nummer 3 etwas aus. Und zwar, wir führen unseren Fuß mit sehr viel Druck zum Boden raus, rotieren, wieder Gewicht drauf. Jetzt rotieren wir wieder zurück und wir schließen wir überkreuzen das Knie, ja, und jetzt schließen wir über oben mit viel Druck zum Boden, wie bei der ersten Übung und haben somit jetzt die Füße gewechselt. Jetzt wieder mit viel Kraft führen wir den Fuß aus, rotieren, Gewicht, Rotation, vertwisten, wupp. Zurück. Zup. Drauf. Zurück. Und wechsel. Und raus. Drehen. Gewicht. Drauf. Wieder mit viel Druck zum Boden deinen Fuß zurückführen. Und Fuß wechseln. Je 20 Mal auf jeder Seite. Nummer 5. Wir vertwisten und rotieren mehr und verlagern sehr konzentriert das Gewicht von einem Fuß
auf den anderen. Und auch hier ganz, ganz wichtig, dass das Standbein sehr, sehr gut rückwärts arbeitet. Je 40 Mal. Übung Nummer 6. Wir führen unseren Fuß nach hinten, rotieren es aus, rotieren es wieder zurück, führen es wieder parallel, das ist ein ganz wichtiger Punkt, parallel an unserem Standbein vorbei, nach vorne, ausdrehen, drauf, abchecken, zurück. Und nochmal. Wir führen den Fuß mit viel Druck zum Boden, am Standbein vorbei, dabei bleibt der Fuß parallel, am Schluss noch eine schöne Vertwistung. Jetzt rotieren wir wieder zurück, das Bein wird parallel vorbeigeführt am Standbein. Wir strecken das Bein, vertwisten, gehen drauf, checken ab, gehen wieder zurück. Und das machen wir 20 Mal auf jeder Seite. Andere Seite. Gewicht zum Boden. Rotation, Rotation. Strecken, drauf. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen 6 Übungen, plus das Aufwärmen. Macht das konsequent, macht das jeden Tag. Es wird euch nicht sehr viel Zeit kosten, es nimmt überhaupt gar keinen Platz weg. Das heißt, das kann jeder machen, selbst in einer kleinen Wohnung. Nutzt die Zeit, die ihr jetzt habt, für Sachen, die ihr sonst nicht macht. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.